Ich bin Luca, ich bin Musikerin und bildende Künstlerin und wohne in Berlin. Ich habe beim Amnesty International Song Contest mitgemacht, weil für mich Freiheit einer der wichtigsten Aspekte unseres Lebens ist. Wir sind dabei ganz bewusst weggegangen von der großen Aufmachung, denn für mich beginnt Freiheit ganz privat und ganz im Kleinen. Meine Schwester hat in dem Song Cello gespielt und wir haben die Aufnahmen absichtlich ganz puristisch gehalten, um so eine sehr intime Atmosphäre zu erzeugen. Als Künstlerin und Musikerin ist es immer wichtig, ganz bei mir selbst anzufangen und zu gucken, was sind meine Gefühle, was sind meine Empfindungen und wie ist meine Sicht auf die Welt. Und damit gehe ich dann raus und da entstehen die Songs. Für mich ist sehr wichtig, dass man immer direkt und ehrlich ist und einfach das sagt, was man zu sagen hat. Freiheit heißt für mich, so zu sein, wie man ist. Und wenn man in sich geht und ganz genau schaut, wer bin ich eigentlich, unabhängig von dem, was andere über einen denken oder von einem erwarten, dann hat jeder im Leben einen Bereich, in dem er sich mehr Akzeptanz wünscht. Und genau an diesem Punkt fängt Freiheit an. Daraus resultiert, dass man auch andere so sein lässt, wie sie sind und sie ihren Weg gehen lässt, ohne darüber zu urteilen. Ich glaube, wenn sich diese Einstellung im Kleinen ändert und die Akzeptanz füreinander wächst und man anfängt, sich zu engagieren, wo diese Akzeptanz nicht da ist, dann ändern sich die Dinge auch in einem größeren Zusammenhang. Fast alle Konflikte basieren letztendlich auf Meinungsverschiedenheiten und darauf, dass man immer denkt, dass die anderen genauso denken und genauso sind wie man selbst. Aber das ist nicht so. Jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch ist einzigartig im Denken. Eigentlich geht es darum, ein glückliches und erfülltes Leben zu haben. Und für mich hat das ganz wenig mit Geld und Macht zu tun. Ich glaube, dass es durchaus Sinn macht, seinen Träumen zu folgen und dass man die Herausforderungen, die einem auf diesem Weg begegnen, auch bewältigen kann. Ich denke, dass Kunst und Musik den Menschen eine Idee von Freiheit übermitteln kann. Wir haben als Künstler die Chance, jeden Tag neue Dinge zu entdecken und jeden Tag wieder zu staunen wie ein kleines Kind, zu lachen und zu weinen und unsere Gefühle offen zu zeigen und mit anderen zu teilen. Und ich kann nur jeden ermutigen, die Angst vorm Unbekannten abzulegen und manchmal wieder wie ein Kind ganz offen und neugierig zu sein, damit man das Leben mit allen Hochs und Tiefs, die es hat, leben kann und fühlen kann und das einfach zu genießen.